Wir blicken jetzt aber auf die aktuelle Situation in der Ukraine, in diesem Krieg. Die Einschätzungen direkt aus Moskau zugeschaltet. Unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Guten Morgen, Christoph. Es gab wieder, wurde gemeldet, massive Luftangriffe auf ukrainische Luftwaffenstützpunkte. Was darüber ist dir bekannt in Moskau? Also es gab wohl Angriffe im Bereich Donetsk auch in eine wichtige auf eine wichtige Stadt Kramatorsk, die unter Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte ist, dann im Bereich Saporoje, Dnepropetrovsk, Lwow und wohl vor allem auf Industriebetriebe, wie es hier heißt, das heißt wahrscheinlich Waffenschmieden oder auch Lagerhallen für Kriegsgerät und Luftwaffenstützpunkte der ukrainischen Streitkräfte. Die Russen sind immer auf der Suche nach der Su-24, nach der Sukhoi-24. Das ist eigentlich ein alter sowjetischer Kampfjet, aber er wurde eben modifiziert und kann dadurch die britisch-französischen Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow tragen. Und diese Präzisionswaffen, die sind mitunter äußerst schmerzhaft für Russland. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen mit Angriffen auch auf die Krim, auf Waffenlager, auf Kommandozentralen im rückwärtigen Raum. Und die Russen haben da noch kein wirklich brauchbares Rezept gefunden, wie diese Storm Shadows vom Himmel geholt werden können. Und zwar regelmäßig, hin und wieder gelingt das. Und deswegen versucht man, die Trägersysteme auszuschalten, also die Sukhoi-24, diesen Kampfjet. Darüber hinaus noch ein paar Worte vielleicht zur Front. Wir haben nach wie vor die Situation, dass die Ukrainer im Süden ihres Landes angreifen, im Bereich Saporoje, auch an der Schnittstelle zur Provinz Donetsk, also alles im Süden des Landes. Und im Norden der Ukraine, gerade auch im Bereich Charkiw, Donetsk, Lugansk, im Raum Kupinsk, dieses Verkehrsknotenpunktes, greifen die Russen an. In beiden Fällen ohne substanzielle Fortschritte. Es ist ein Zermürbungskrieg, ein Abnutzungskrieg, eine Materialschlacht. Und viele kommentieren das auch als ein Fleischwolf für beide Kriegsparteien. Und eine letzte Ergänzung noch. Es ist relativ viel Bewegung auch bei Bachmut. Die Russen nennen die Stadt Artyomovsk. Wir erinnern uns, die Wagner-Söldner haben diese ukrainische Stadt am 20. Mai eingenommen. Und die Ukrainer versuchen, das alles rückgängig zu machen. Da gibt es heftige Gefechte um Klischejewka und die Anhöhen dort. Und da scheint es jetzt durch einen Gegenschlag der Russen den russischen Streitkräften gelungen zu sein, zumindest vorübergehend Klischejewka wieder von ukrainischen Truppen zu säubern, wie man das hier sagt. Aber wie gesagt, da ist sehr viel im Fluss, da ist sehr viel Dynamik. Was ich jetzt sage, das muss in 5 Minuten in Bezug auf Bachmut schon keine Gültigkeit mehr haben.